Alles gut. Hab nur hingeguckt, hab den Asov mit Anhänger gesehen, hab was anderes gemacht am Büro-Lappi, guck wieder hin, Asov ohne Anhänger, da er verwirrt. Naja, alles gut. Manchmal lasse ich den Quatsch einfach rumliegen, damit ich halt Chancen habe, das Zeug einzusammeln. Rahid, das ist auch nicht dein Laptop, der umgekippt ist, es war der Kranwagen. Natürlich der Kranwagen. So, jetzt hängt der da dran, jetzt muss ich... Jetzt habe ich den Asov natürlich da super geil hingestellt. Ey. Also ich habe in einer Stunde 14 noch nicht einen Baum. Ich wollte es nur mal erwähnen. Hier ist auch überhaupt kein Baum gestorben seitdem. Weißt du, jetzt habe ich so ein wunderschönes Baum-Emote und... Jetzt brauchst du es nicht mehr. Weil wir alle baumfreundlich geworden sind. Schon mal waren. Lieber Rigi, du kannst an dieser Stelle vielleicht mal lieberweise die Follower-Emotes mal anmachen oder reinwerfen. Angeschaltet sind sie ja. Weil ich habe auch 5 wunderschöne Follower-Emotes, die man auf meinem Kanal verwenden kann. Genau. Das sind welche, die direkt von Twitch tatsächlich kommen, aber ich finde die so niedlich. Ja, und außerdem bin ich ein bisschen überrannt worden, dass ich plötzlich so viele Emotes nutzen kann. Ich hatte bisher 1 und über Nacht hatte ich plötzlich 6 plus 2 Blicken. Ne? Das war ein bisschen überraschend. Kommt mir stark bekannt vor. Ja, man wusste plötzlich gar nicht, wohin mit den ganzen Dingern. Oh. Aber ich finde die Follower-Emotes direkt von Twitch. Und O2 Support. Schönen guten Tag. Moin. Ja, das mit den Emotes, da habe ich dann auch spontan einen Haufen bekommen. Deswegen habe ich die ganzen Älteren erstmal verwendet, um die Plätze zu befüllen. In der Hoffnung, wenn Twitch sich umentscheidet, dass sie jetzt belegt sind. Von daher, aber auch da kommen noch bei mir noch einige neue dazu. Wünsche und Anregungen gerne an mich oder an Arif. Sollte es eine Überraschung für mich werden, direkt an Arif. Sollte es, sollte es mit mir abgesprochen werden an mich. Oder so. Habt ihr die Antwort direkt reingepostet? Ja, aber nein. Also in dem Spiel hier gerade sowieso nicht, weil wir das von Anfang an zu zweit durchkämpfen. Und prinzipiell geht ja. Aber dazu müssen wir uns einfach ein bisschen kennenlernen und sollte man Teil der Community sein. Genau. Das macht die Sache einfacher, wenn man sich ein bisschen kennt. Aber wie gesagt, hier spielen wir tatsächlich trotz vieler... wir spielen per PC. Wir versuchen das Spiel... Nein. Ich werde dich nicht rausholen können. Ich habe selber genug mit mir zu tun. Nee, die scheiß Füße unten bleiben am Baum hängen. Ich komme drüber, aber die Füße bleiben hängen. Ach Mist, jetzt bin ich hier, glaube ich. Da steht er. Warte mal. Komme ich... Nee, ich komme hier nicht drüber. Da muss ich eh nochmal zurück. Macht ja am Ende nicht viel Unterschied. Tatsächlich, da ich das Spiel von Anfang an habe, habe ich es über keins der beiden, sondern am Anfang gab es das Spiel nur über den Epic Store. Anhänger lösen. Und da habe ich das auch her. Und bevor du fragst, ja... Mit Seasons Pack 1 und Seasons Pack 2. Jupp. Und ja, in bunt und nicht in Farbe. Was? Nicht in Farbe? Nein. Oh Gott. Ja. So. Ah, jetzt kann ich das Ding auch hochwinden. Wie schließen? Ja, ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich den Wagen hier drumherum kriege. Ich habe gerade noch nicht so richtig einen Plan, wie. Ja gut, mittlerweile hat das Spiel zwar prinzipiell Crossplay, aber
gesagt. Das Spiel spielen wir eh nicht. Spiele ich eh hier mit dem Satisho oder Satisho mit mir, besser so rum ist es richtig. Weil er ist nämlich der Horst. Ja, gut. Aber manchmal spielst du auch mit mir ein bisschen so. So. Ich muss den Ecker wieder eh stehen lassen. Und dann muss ich jetzt irgendwie wieder diesen Heilinger da hinten rauskriegen. Den ich idealerweise hier schon reingefahren habe. Ich hält. Vor wem brauchst du denn Abstand, Mr. Black? Jetzt kann ich auf dieses Koloss. Ja, stimmt. Ja, Entschuldigung. Daher sieht ja auch so komisch aus. Also, ich glaube, das habe ich in meiner Vollbübigkeit ein bisschen verwechselt. Also, ich habe den Anhänger jetzt nochmal hochgenommen, ne? Zwar hat er die Füße eingezogen. Der weiß auch nicht warum. Oh, hier fliegt gerade ein Haus rum. Das ist so schwer. Ach, halt nicht hier. Mr. Black hat Bigby im Nacken und Satishu vor sich, okay? Du hast eine größere Basis, um die Füße aufzuhalten. Und unter sich einen großen Fan. So, das nehme ich mal richtig an, dass du hier bis zur, vielleicht kannst du gleich mal in meinem Stream gucken, bis zur Holzstation und dann nach unten abgebogen bist. Sekunde, ich schaue, jetzt sehe ich. Wobei, ich könnte jetzt fast andersrum fahren. Also kannst so. Du auch, also fahr wie du willst. Ich bin tatsächlich bis zur Holzstation und unten rum. Aber fahr ja, ich muss jetzt auf die andere Seite vom See, ne? Da zu dir, oder? Ja. Ich meine, ich werde das Teil noch ein Stück mit rausziehen können. Ja, sehr gern. So. Sehr gern. Aber die Frage ist, wie weit, weil ich muss jetzt erstmal das andere Stück hier loswerden, bevor ich daran vorbeikomme. Leute gleich mehrere Accounts haben, immer schön. Fracht kann nicht verladen werden. Warum nicht? Wahrscheinlich ist mein Hänger zu klein. Ja, da liegt schon was drauf. Könnte es vielleicht daran liegen? Ja, das ist ja die Fracht, die ich verladen möchte. Ach so. Okay. Dann brauche ich noch einen größeren. Oh, nö. Es gibt doch, wir haben doch nur schon den mit 5 Ladeplätzen. Größer ist nicht. Doch, es gibt noch einen 8er. Okay. Ja, aber nee. Und das andere Teil ist größer als das Teil hier. Dein Ernst? Ja, klar. So, die Gruppe freiwilliger Bergarbeiter ist zurück. Und genau, wurde mit Schätzen überhäuft. Ja, ich habe zwischenzeitlich doch mal. Moment, eigentlich ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, um es nochmal zu spielen. Sound und dann so echter Wardog, dann willkommen zurück mit dem Hauptaccount, wenn ich es richtig war. Ja, genau, mit dem Hauptaccount, okay. Willkommen. Und ich bin so ein Kack, was das Verfahren mit Anhänger rückwärts angeht. Das erzählst du gerade dem Richtigen. Das erzählst du mir gerade, Saad. Ich glaube, ich habe das bei dem Stream erzählt, in der Hoffnung, dass da irgendwas... Übrigens, Ricky, könntest du mal Ausrufezeichen Multi machen? Mir fällt so ein bisschen auf, dass mein Multibot nicht spammt, wie es sich gehört. So. Das war genauso, wie man es in der Realität auch machen würde, nicht? Mit I. Und ja, er hat's gesehen, hat genickt, hat sich gefreut, hat aber vergessen zu sagen, vielen Dank für den Follow. Ich war noch beim Hallo sagen, genau. Genau, da ist der Mult. Nee. Warte mal, Entschuldigung, das ist der Falsche. Haut doch was nicht hin, ich sag das doch. Ah, einmal mit Profis. Irgendwann werde ich mal einen kennenlernen. So, Gut, dass du nicht bist, dann brauchst du es ganz wichtig, du mit einem weißer Rückwärts fahren. Ja. Und der Kranplatz muss, guck mal. Blacky, wir haben doch noch 10 Marbles offen. Wir müssen doch noch am Ende des Triebs noch mal 10 Mal nehmen. Wie wollen wir das denn heute schaffen? Das parallel auf beiden Kanälen, dann wird's hart. Oh, echt? Sorry. ja, sorry. Das glaube ich dir sofort. Was, bei dir müssen wir auch noch murmeln? Nein. So, jetzt aber. So. Der Nightbolt wollte mit Blacky spielen, genau. Der hatte wahrscheinlich noch eine plus 4 in der Hand. Du bist dann und jetzt noch mal, ist klar. 22 Mal.
Ich muss das nicht teurer machen. Ich hab einen C-Schein. Ich hab einen C-Schein. Was glaubst du, wie ich meinen Fahrlehrer und Ausbilder genervt habe? Aber das kann ich mir sehr gut vorstellen. So, Sekunde, ich muss mal ganz kurz was abändern. Ich muss das mal überarbeiten. Denselben Song nochmal. Ja. Wardog, du hast einen nachdenklichen Smiley eingesetzt. Hast du eine Frage, warum, wieso, weshalb, über die wir dir vielleicht helfen können? Wenn du dich fragst, was wir hier machen, wenn wir es rausbekommen, wärst du der Erste, dem wir es sagen würden? Nein, nein, ich habe die Tanne nicht mit dem Hänger überfahren. Ich habe sie sanft gestreift, um den Schnee abzuschütteln, damit es ihr über Winter gut geht. Ich habe eine Nachricht von dir überlesen. Okay. Wait, ich habe gerade auf dem Laptop. Wie soll man dann ins Spiel jemanden adden? Im Spiel nicht, aber man kann außerhalb suchen. Und wie gesagt, es gibt meines Wissens mittlerweile eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Nix Baummörder, ich habe ihn gestriffen. Denselben Song nochmal. Okay, denselben Song nochmal. Wie gesagt, ich kann es dir nicht hundertprozentig sagen, aber meines Wissens nach hatte man vor längerer Zeit an einer Möglichkeit gearbeitet, dass man im Spiel, also im Dingsübergreifend spielen kann. Ja, das glaube ich auch gehört zu haben. Das hat mal jemand im Chat geschrieben, was weiß ich. Der Baum fühlt sich wie die Tanne bei der Geschichte am ersten Advent. Die war schön, ne? Traurig, aber siehst du, da wieder ein Schnee abgeschüttelt und der geht das total gut. Ach, was wird sie sich freuen. Ich mach schon mal Licht an, sonst vergesse ich das gleich wieder in der Nacht. Und jetzt spammt er auch wieder ordnungsgemäß den Multibot. Den Multi-Stream. Genau, da könnt ihr nämlich das doppelte Chaos. Traurig, Fragezeichen, brutal, Ausrufezeichen. Nicht der Zeit besser. Ja, das war einer der interessanteren Geschichten. Es gab ein paar sehr schöne Geschichten, die aber alle einen sehr religiösen Touch hatten. Das habe ich versucht zu vermeiden. Aber die fand ich halt, ja. Ich hatte so das Gefühl, der ein oder die andere würde das dazu bringen, auf den Inhalt zu hören. Den Weg, den du eben gefahren bist mit dem großen Dings, kann man dir empfehlen? Frage dafür einen Kran, der einen Flugzeugrumpf am Haken hat? Also tatsächlich? Oh Gott. warte mal, wo bist denn du jetzt gerade? Ja, kann ich empfehlen. Kann ich empfehlen, ja. Gut. Mit viel Gefühl und noch mehr Spucke kommst du da durch. Wir sollten also wechseln, verstehe. Alles klar, Lori. Okay, alles klar, schönen Abend dir. Und sag dem Mann, der soll die Nacht nicht so streichen, dann hast du diese Nacht eine bessere. Lass dich nicht so stressen, lächel morgen den Tag an. Steh ein paar Minuten vor Rigi auf, friss ihm den Kalender leer und sag ihm, du hast doch deinen Bus. Genau, und dann da ist ein Türchen drin. Genau. Ja, ja, der kleine Mann, ich sag ja du. Nee. Mir fehlt ein, ich sollte tanken. Ach, verdammt. Ich wünsche dir eine gute und erholsame Nacht. Ich glaube, die Strecke hier bereue ich gerade so ein bisschen. Die Tannen wurden die Beine abgehackt, sie wurden verkleidet und angezündet. So schlimm sind nicht mehr Horrorfilme. Ja, das Problem war, in der Geschichte kam keine Kurbeltaschenlampe vor. Der Baum hatte an sich somit gar keine Chance. Weil in einem guten Horrorfilm gehört eine Kurbeltaschenlampe. Warum hat das Kranfahrzeug da in der Mitte eine Achse mit ohne Stehketten dran, ohne Antrieb? Ich habe keine Ahnung.
Warum die Achse da dran hängt, habe ich keine Ahnung. Drei, der ist geizig. Einfach nur. Deswegen. Und vor allem, warum die ohne Antrieb ist. Für mich eigentlich ganz klarer Fehlkurs. Nicht rangezogen. Ups. Kannst du dem Streamer ja auf den Kopf spucken. Hallo? Warum sollte er das tun? Komm jetzt nicht, weil er es könnte. Ich fahre jetzt mal das Stückchen Flugzeug, soweit ich kann. Immerhin 30 Liter sind noch im Tank. Okay. Ich habe da so ein bisschen Problem hier gerade. Ja, vor allem die Frage ist, was hast du davon? Du hast den Vierer-Anhänger immer noch hinten, oder den Fünfer-Anhänger dran. Ja, Eigentlich kannst du den wieder zurückfahren. Das ist das Problem. Oder du kannst dich halt in meinen Koloss reinsetzen und schauen, dass das Ding, was da drauf hängt, halt halbwegs mitkommt. Ja, das können wir probieren. Oder alternativ, lass deinen Hänger da einfach stehen, wo er ist. Nee, ich spring jetzt in deinen rein. Ich zieh das jetzt hier durch. Ja, weil ich den Sprit von deinem Koloss, den kann ich da drüben gebrauchen beim Tragen. Ja, ich sehe schon. Ja, der Koloss von dir ist auch leer. Ja, aber der steht direkt vor dem Scout-Hänger, deswegen habe ich vergessen, da irgendwas zu machen. Dann springe ich jetzt einfach in deinen Koloss rein, lass den Hänger da stehen und bring den Sprit zum Tragen. Da komme ich nicht rein. 1,91 ist schon klein. Ach Gott. Und gute Nacht, Herr Rigi. Um drei bimmelt der Wecker. Ich weck den Klitke, der muss nur allein moderieren. Ich hab auch noch ein Schwert. So ein. Was da vorne ist, irgendwo ein Stück Straße, das weiß ich. Ich weiß nur nicht wo. Ist Rigi. Und sei anständig zur Lori. Nicht, dass die sich morgen wieder beschwert, dass sie keinen Schlaf hatte. Ich sag's mal so, wärst du weitergefahren, hättest du Spaß gehabt. Weil hier ist die Stelle, an dem sogar der Koloss Probleme hat. Ja, das ist jetzt aber leider dein Problem. Oh. Nein. Ja. Das ist jetzt voll mein Problem. Übrigens, ich habe den LKW jetzt schon übernommen mit nicht aufgelegten Teilen. Ja, ich weiß, das Ding ist nicht vollständig aufgelegt, aber du kannst, wenn du es vorsichtig fährst, kannst du es mitnehmen. Soweit wie es geht. Das liegt ja nicht mehr drauf. Was? Warum nicht? Das war doch noch drauf. Nein! Ich bin doch jetzt erst losgefahren. Nein! Das lag drauf, als ich es zuletzt gesehen habe. Mhm. Liegt es wenigstens doch daneben? Es liegt so halb drauf. Es schwebt ein bisschen. Das ist, solange du es mitnimmst, ist alles gut. Ja, aber dann krieg ich wieder gesagt, dass ich ein Cheater wäre. Dabei hast du den Cheat angeschaltet. Das ist mir doch scheißegal. Hauptsache, wir kriegen diese Kack-Mission. Ich möchte diese Mission, diese Karte durchhaben. Es tut mir leid, es liegt unten. Komm, ich setze meinen LKW zurück und hole den großen Hänger. Bringt ja nichts. Okay. Lass mich mal wieder in meinen rein. Ja, dann springe ich rüber. Ja, da komme ich nicht rein. Machen wir mal einen richtigen Hänger raus hier. Da machen wir mal richtig, jo. Koloss. Ja, zack. Das Problem ist, da müsste ich jetzt den Kran theoretisch wieder zurückfahren. Nö. Da kommst du wahrscheinlich nicht drum herum. Aber du musst ja erstmal mit dem Teil auf dem Kran zum Ziel kommen. Werkstatt verlassen. Jetzt die gute Nachricht, ich habe sofort die Handbremse gelöst. Gut, dass ich das natürlich auch sofort gemacht habe.